Vor dem Wochenende sind die Kurse immer besonders wichtig, nämlich insbesondere der Schlusskurs, denn man legt sich dann über das Wochenende fest und sagt, das Risiko bin ich bereit zu halten. Umso wichtiger vielleicht einen Blick drauf zu werfen, ob die Marktteilnehmer eher sagen, ich will doch auf jeden Fall die Position halten, denn ich habe Sorge, dass am Montag höher aufgemacht wird und ich dann was verpasse. Also die FOMO, the fear of missing out. Oder ob man sagt, das ist mir alles irgendwie unangenehm, das wird am Ende noch böse enden und deshalb geht der Kurs runter. Deshalb sind die Freitagskurse besonders spannend, ob der Kurs sich hier nach oben oder eher nach unten absetzt. Kurze Situationsbeschreibung, wie sieht es aktuell aus? Der DAX noch ein gutes Stück weiter runtergegangen. Ihr seht das hier an der Zeichnung, alles erst nochmal okay. Wir gucken uns aber jetzt hauptsächlich den Intraday-Chart an. Ich werde zu dem anderen wahrscheinlich gleich noch ein übergeordnetes Video machen, dann gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Aber wir sehen, der Markt ist auf dem Weg nach oben, aber wir sehen auch, dass, wenn wir uns das mal ein bisschen genauer analysieren, so richtig toll sieht das noch nicht aus. Da hat man noch ein wenig Sorge, ob es beim DAX aktuell wirklich eine Stärke sein soll oder ob das nicht eher auch wieder so eine Schiebewurst ist. Also sprich, man verhaut so ein bisschen Zeit, man sagt, na, mal gucken und der Kurs geht nochmal runter. Beim DAX gefällt mir das aktuell erstmal überhaupt nicht. Ich würde mich da also für heute erstmal zurückhalten. Für die nächste Woche, für das große Bild, wie gesagt, da werde ich noch ein Update machen, sodass ihr am Wochenende euch das in Ruhe angucken könnt. Schauen wir aber mal auf den amerikanischen Markt und wenn ich mir da das mal anschaue, im 5-Minuten-Chart beispielsweise oder auch hier im 4-Stunden-Chart, wir sehen, dass wir eine Abwärtsbewegung haben, ja, und wir sehen, dass die wunderbar in so einen typischen Trendkanal reinpasst. Und das ist etwas, was typischerweise, kann man sich noch so ein bisschen streiten, mit Ausbrecher oder nicht, aber wenn ich diese Bewegung mal bewerten soll, das, was wir seit dem Hoch hatten, 16. August, das ist, wann war das, Dienstag oder was das war, 20 Uhr, da war der Hochpunkt, seitdem sind wir runtergelaufen mit starken Bewegungen, wackelig, starke Bewegung, hier zwischendurch mal Gegenbewegung, aber hier zwischendurch, mal sieht man es besser, mal sieht man es weniger gut, aber trotz alledem immer noch eine starke Abwärtsbewegung. Aber das sieht insgesamt korrektiv aus. Wie kommst du denn darauf? Wir hatten hier eine Gegenbewegung. Wir hatten hier eine sehr große Gegenbewegung. Hier war wieder eine kleinere. Hier war eine ähnlich große. Jetzt haben wir hier wieder eine Gegenbewegung, ähnlich groß wie die. Und wir sehen, diese Hochs hier sind höher als das. Dieses Hoch ist höher als das. Das heißt, wir haben die ganze Zeit in der Abwärtsbewegung Kursüberschneidung. Das heißt, unabhängig von übergeordnetem Bild, das, was wir hier als Abwärtsbewegung im amerikanischen Markt sehen, ist aus meiner Sicht erstmal nicht wirklich ein Zeichen für, wir haben komplett aufgegeben, bullish macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Es zeigt eher, nee, wir haben Sorge, dass die Abwärtsbewegung nur eine temporäre Erscheinung ist und wir eigentlich uns eher nochmal auf die Aufwärtsseite setzen sollten. Wenn wir uns das jetzt mal hier so im kleinen, im Nahkampfchart angucken, das hätte man auch ein bisschen schöner noch hinkriegen können aus bullischer Sicht. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber immerhin sind wir seit heute Mittag relativ zügig nach oben. Allerdings zugegeben, so ganz überlappungsfrei sind wir da auch nicht. Wenn wir jetzt bullisch sein wollen, dann muss dieses Teilstück, also so die nächsten 1-2 Stunden, ganz schön korrektiv sein, also ganz klar unterscheidbar sein von diesem Anstieg. Das ist immer sehr einfach, wenn der Anstieg senkrecht hoch und irgendwie so A, B, C runter. Wenn das hier so ein bisschen grenzwertig, wie wir es hier beim Dow haben, ich male es mal mit dem Finger nach, wir haben hier so und dann haben wir hier eine Pause, zack, hier eine Pause und dann das. Und dieser Rücksetzer ist schon größer, da würde ich jetzt mal sagen, dieser Rücksetzer spielt nicht in der gleichen Liga wie die, aber die sind ja zugegeben doch sehr ähnlich. Und die sind halt, wenn auch knapp, aber sie sind überschneidend und demnach in der Gefahr, eben nicht die Haupttrendrichtung zu sein, sondern so eine vorläufige Gegentrendbewegung. Aber wenn der Markt jetzt die nächste Korrektur sehr viel wackeliger, sehr viel weniger überzeugend macht, ein bisschen so, wie wir das hier haben. Ich gehe nochmal hier raus, ein bisschen so, wie wir das hier haben, starke Anstiege und anschließend irgendwie sowas nach unten im Großen, dann haben wir eigentlich ganz gute Chancen, dass es sogar vorläufig zumindest nochmal ein bisschen weiter hochgeht.
Wie hoch und alles, wie gesagt, das gucken wir uns übergeordnet an. Nicht in diesem Beitrag, da mache ich euch was anderes noch fertig. Aber für heute muss ich ganz ehrlich sagen, diese Abwärtsbewegung, die sich hier in den letzten Tagen, das ist der falsche Knopf, die sich in den letzten Tagen hier herauskristallisiert hat, ist eigentlich ein Korrektivmuster. Können wir uns denn darauf verlassen? Rüdiger, ich will jetzt von dir ganz konkret, können wir sicher sein, dass es nicht mehr nach unten geht? Ja, mit dem so sicher sein ist es an der Börse immer so eine Sache. Wann wäre denn mein Bild kaputt oder wann wäre mein Bild zumindest mal in Frage zu stellen? Wir haben die letzte starke Bewegung immerhin hier nochmal. Wenn der Kurs jetzt seinerseits hier in den nächsten Stunden sehr wackelig nach oben geht, dann würde ich natürlich sagen, na, vorsichtig, die letzte richtig starke war eher noch abwärts. Das heißt, das wären für mich Indikationen für die Abwärtsseite. Dann sollte aber hier jetzt es möglichst korrektiv passieren. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Wie sieht es denn hier aus? Wir haben zwar hier Gegenbewegung, aber es ist immerhin noch relativ steil. Also hier würde ich es jetzt wirklich drauf ankommen lassen, ob der Markt hier eine Seite mal echte Schwäche zeigt. Zum Beispiel in dieser Form. Ihr könnt euch ausmalen, wenn es so aussieht oder alternativ, wenn es ABC so aussieht. Also ABC ist ein klassisches Korrektivverhaltensmuster. Wackelig mit Kursüberschneidung natürlich ebenfalls. Dann wäre das erstmal das Ding, komm, dann lass uns vorläufig erstmal long gehen und dann ist der Punkt ja auch wieder massiv hier drüber, wo ich dann sage, mich würde es gar nicht wundern, wenn der Kurs hier weiterhin geht. Das heißt, dieses Bild ist erstmal verheißungsvoll, kann locker eine Korrektur sein in der Aufwärtstrendbewegung. Im Prinzip das gleiche, wie wir es hier haben, Schub hoch, wer genau hinguckt, sieht A, B, C sind wir da runtergelaufen oder wie hier, fünffällig hoch, wackelig runtergelaufen und nochmal eine Fortsetzung, so ist das halt eine Nummer größer hier. Ich mache es nochmal weg. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr seht sowas. Ja, also wir haben hier so eine 1, 2, 3, 4, 5, ganz klar wackelig hier runtergelaufen. Das heißt, vorläufig nochmal die Fortsetzung nach oben. Ja, genauso wie hier im Kleinen, wir hatten aber darüber schon gesprochen, ich will euch nicht die alten Sachen immer wieder zeigen, aber sie sind eine gute Übung, genauso wäre das eine mögliche Bullenflagge. Und damit die Fortsetzung nach oben. Das hängt jetzt sehr stark von hier ab. Und da sehen wir, richtig glücklich bin ich nicht. Wir haben es beim Dow angeguckt, hier beim S&P. Auch noch ganz schön viel. Er ist immerhin steil nach oben. Das ist der Vorteil. Aber er ist auch überlappend nach oben. Das zeigt ein bisschen unsicher. Gucken wir uns nochmal hier vorne. Gehen wir nochmal hier hin. Wo war das hier vorher? Hier waren... Gucken wir es hier an. Wenig oder gar keine Überlappung. Nur mal als Beispiel. Hier Korrektur, da Korrektur, hier Korrektur, da Korrektur, da Korrektur, da Korrektur. Vielleicht sogar hier, da könnte man vielleicht noch sagen, gegenüber der großen. Aber wenig, keine Korrektur. Das ist hier die korrektive Gegenbewegung. Das sehen wir an den Überschneidungen. Und hier wiederum keine echten Überschneidungen. Hier ist auch nicht so richtig. Muss man schon genau hingucken, dass man die Gegenbewegung überhaupt wahrnimmt. Hier am Ende, was fürs Ende eigentlich nicht so untypisch ist, danach kam ja erstmal die Korrektur, dass der Kurs da die letzte Bewegung nochmal so ein bisschen vorsichtiger macht. Ending Diagonal wäre das Thema. Also ich bin überhaupt nicht nicht super bärisch gestimmt. Denn das sieht hier in der Abwärtsbewegung sehr, sehr schwach aus. Aber man sieht, so richtig trauen die Bullen dem Braten noch nicht. Und das wird jetzt interessant sein, ob sie wirklich vor dem Wochenende nochmal diesen Schub nach oben machen. Für Intraday-Trader ist eine Überlegung, immer wenn es schön wackelig runtergeht, vielleicht die kurze Long-Richtung nochmal mitnehmen. Aber da bitte nicht mit übertriebenen Zielen arbeiten, sondern einfach sagen, ich gucke mal, wie weit mich die Sache trägt. Und jetzt der Blick auf Nasdaq. Ich will gar nicht, wie gesagt, übergeordnet jetzt in diesem Beitrag, das machen wir mal extra, sonst werden diese Videos immer zu lang. Auch hier die letzte Bewegung sehr stark runter. Und seit hier, das ist der tiefste Punkt. Also Nasdaq gefällt mir am wenigsten von all denen. Ich würde mich also nicht wundern, wenn der auch am ehesten nochmal abwärts geht. Ich muss zwar sagen, dass ich diese Richtung immer noch auch attraktiv für einen Long-Einstieg fände, der wäre aber erst hier.
Wir sind also überhaupt nicht in der Long-Position aktuell. Nasdaq ist der, den ich am ehesten jetzt auf die Short-Seite, theoretisch ist das hier schon wieder ein Short-Zeichen, denn es geht ganz klar nach oben. Von hier nach da ist nach oben gegangen, aber wir sehen so viele Kursüberschneidungen und jetzt der auch schon wieder. Wer das jetzt verpasst hat oder das nochmal bestätigt haben will, achtet darauf. Im Moment haben wir Schub runter. Den nächsten wackeligen kleinen Anstieg nutzen vielleicht für nochmal einen Short. Also Nasdaq ist der, den ich am ehesten auf der Short-Seite sehe. Insbesondere, nein, das heißt insbesondere natürlich immer nur unter der Voraussetzung, dass Gegenbewegung, also wir haben ja gesagt, abwärts ist die starke, dass Gegenbewegungen schwach sind, also korrektiver Natur. Das heißt entweder dreiwellig, ich mache es nochmal einmal für die, die das noch nicht so gut kennen, entweder so dreiwellig oder von mir aus stark runter und wackelig hoch. Beides ist grundsätzlich in Ordnung, weil beides ist schwächer nach oben, als es zuvor nach unten gegangen ist. Dementsprechend Trigger hier, beispielsweise, um nochmal auf die Short-Seite zu kommen. Also Nasdaq gefällt mir nicht so toll, der DAX gefällt mir nicht so gut, S&P und Dow gefallen mir einigermaßen gut im kleinen Bild, aber mit Einschränkungen, wir haben ja schon gesagt, so richtig doll ist das auch nicht. Also für mich bräuchten wir eine sehr starke Korrektur, also eine sehr wackelige Korrektur für die Long-Seite jetzt aktuell. Also für Käufe in diesem Zeitrahmen für heute Nachmittag sieht es aktuell aus meiner Sicht in den breiten Märkten nicht aus. Aber es ist noch nicht ganz verloren. Denn die gesamte Abwärtsbewegung macht eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Welche Marken dafür aber noch in Frage kommen, wohin die Ziele gehen, wie gesagt, da mache ich einen extra Videobeitrag nochmal für euch. Das könnt ihr euch dann in Ruhe angucken, vielleicht auch als Vorbereitung für die kommende Woche. Soweit das Update zur aktuellen Lage hier am Nachmittag. Also Käufe wirklich sehr unter Vorbehalt. Gucken wir nochmal abschließend auf den DAX. Das war jetzt im Nachgang auf den DAX gucken, weil wir jetzt die Amerikaner nochmal gesehen haben. Ihr seht, unter dem Aspekt, es ist einfach nicht so richtig der Burner. Scharfe Bewegungen runter, wackelig hoch, wäre mir jetzt fast am liebsten. Natürlich kann der Kurs hier nach oben gehen, das weiß ich auch nicht. Für mich wäre das aber kein Trade. Ich weiß, da finden dann viele, ja, siehst du, hast du ja nicht gemacht. Richtig. Aber wenn das Bild so unklar ist, mag ich mich hier nicht nach in eine Richtung versteifen. Auch wenn der Markt nachher vielleicht dann tapfer läuft, dann gehöre ich halt zu den Verpassern. Vielleicht der Trost, wenn ihr eine Bewegung verpasst und es gibt irgendwann wieder eine Korrektur, habt ihr ja die Möglichkeit dann zu sagen, na gut, dann steige ich dann halt wieder ein und nehme die nächste Fortsetzung zumindest mal mit. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilfreich ist und ein bisschen die Sichtweise zeigt, wie wir als charttechnische Trader hier agieren. Weniger, weil einige da immer noch den Eindruck haben, das ist ja doch alles Kaffeesatzleserei. Es geht nicht darum, hier eine Vorhersage zu machen, das passiert hier ganz sicher, sondern an welchen Stellen dimensioniere ich meinen Trade? Und das ist meistens, wenn eine Seite stark ist und die andere Seite schwach. Oder die andere Seite stark ist und die Seite schwach, dann eben entsprechend auf den Unterseiten. So, in diesem Sinne, mit diesem Beitrag euch erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.